So, Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Gax TV und ihr seht schon, worum es heute geht. Project Bloodline steht wieder auf dem Tisch, beziehungsweise steht es eigentlich jeden Tag auf dem Tisch, denn das ist mein Rechner seit 2020, ja, ist das Ganze im Einsatz und ich habe im Laufe der letzten paar Monate immer mal wieder ein paar Updates dazu gebracht, habe entsprechend von dem ursprünglichen Ryzen 3600 auf den Ryzen 3900 ohne X aufgerüstet, entsprechend dazu euch einige Testergebnisse geliefert und auch ebenfalls Flüssigmetall mit Ryzen auf dem IHS angebracht. Das Ganze waren wirklich sehr, sehr spannende Experimente. Wieso steht das Ganze heute auf dem Tisch? Man sieht es nicht, aber ja, es gibt hier auf jeden Fall ein Problem. Und zwar gab es ein Leak. Ja, dieses Leak habe ich tatsächlich ein bisschen unter den Tisch gekehrt, einfach weil ich keine Zeit hatte, mich damit zu beschäftigen. Jetzt denkt ihr euch, okay, ein wassergekühlter PC, der ausläuft, das Ganze ist schon seit 2 Monaten der Fall. Jetzt wird sich der ein oder andere gerade an den Kopf fassen, was, er lässt seinen PC 2 Monate lang auslaufen und ich habe mit diesem Rechner hier diese 2 Monate wirklich aktiv gearbeitet. So, und damit ihr jetzt einen etwas besseren Überblick darüber habt, was passiert ist, ja, die Loop ist wie folgt aufgebaut. Wir haben einen 280 mm Radiator von EK, entsprechend mit 4,5 cm Dicke wirklich einen Brecher. Und dieser ist auch notwendig, entsprechend in einem ITX-System wie diesem hier, um die GPU als auch die CPU hier vernünftig zu kühlen. Denn beide Komponenten sind relativ stark übertaktet und ja, wir haben eben eine RX 5700 XT, das Ganze in der 50 Years Anniversary Edition mit Waterblock und zum jetzigen Zeitpunkt noch einen Ryzen 3900. Wie bereits gesagt, die kommenden Ryzen 3000 XT Chips stehen kurz vor dem Launch und ich versichere euch, es ist komplett unnötig, entsprechend den Aufpreis für diese 5% Mehrleistung zu zahlen, denn es lohnt sich wirklich nicht. Die derzeitigen 2020er Batches der Ryzen 3000er CPUs fallen einfach so gut aus, was das Übertaktungspotenzial angeht, dass wenn ihr bereit seid, entsprechend manuell zu übertakten, mindestens dasselbe erreicht, was ihr auch mit den XT-Chips erreichen würdet. Aber es ist und bleibt dieselbe Architektur. Wir haben hier keinen richtigen Fortschritt. Das kommt uns aber natürlich nur zugute, wenn wir unseren Kopf einschalten, denn der Ryzen 3600 zum Beispiel ohne X und ohne XT liegt, ja, unter 160 Euro. Und das die Reihe durch. Ich habe diesen Chip hier entsprechend für 159 Euro auf Mindfactory gekauft und habe zusätzlich Horizon Zero Dawn bekommen. Dieses Spiel ist noch nicht mal für den PC verfügbar, aber ich freue mich nichtsdestotrotz enorm, wenn ich das Ganze dann endlich anspielen kann. Vor allem meine Freundin freut sich da enorm drauf. Ja, dementsprechend für 159 Euro einen 6-Kerner mit 12 Threads. Wieso downgrade ich jetzt mein System zurück, ja, von 3900 auf 3600? Ganz einfach. Ich habe festgestellt, okay, ich benötige einfach die zusätzlichen 6 Kerne nicht und die 2020er Batches sind einfach enorm gut. Das habe ich bei dem 3900 gemerkt und hoffe, dass ich jetzt hier bei dem hier ja, ebenfalls eine 2020er Batch entsprechend genauso viel aus dem FCLK als auch dem eigentlichen Kerntakt rausholen kann. Des Weiteren, ja, der Ryzen 3900 ist an der Stelle mit über 400 Euro. Ja, ich hoffe, dass ich ihn noch für um die 450 verkaufen kann, denn das Silicon hier an der Stelle ist wirklich erstklassig. Wir haben hier auf allen 12 Kernen 4,3 GHz bei 1,32 Volt möglich und einem FCLK von 1900, ja, für RAM-Übertakter einfach der perfekte Chip. Es ist wirklich ein sehr, sehr gutes Sample und dementsprechend, ja, sind das knapp 300 Euro, die ich hier an der Stelle gegenüber dem 3600 hier vielleicht einsparen kann. Und da Zen 3 kommt, ja, die Ryzen 4000er CPUs, möchte ich den 3900 hier an der Stelle verkauft haben, bevor die neuen Generationen auf den Markt kommen und bevor auch der 3900 XT kommt. Denn selbst wenn ich ihn nicht empfehlen kann,
Er wird Einfluss haben darauf, wie sich der 3900 hier an der Stelle verkauft, selbst wenn das hier die Non-X-Variante ist und mit 65 Watt einfach eine sehr, sehr besondere CPU darstellt. So, also habe ich jetzt an der Stelle Horizon Zero Dawn als Game Key von AMD geschenkt bekommen und mit knapp 150 Euro einen wirklich günstigen 6-Kerner geschnappt. Das ist natürlich nicht der einzige Grund, ja. Ich möchte einfach deutlich mehr mit Arbeitsspeichersettings experimentieren unter AMD und da habe ich eben meine vorherigen Resultate alle mit einem Ryzen 3600 aufgestellt. Ebenso meine Benchmarks mit der Day One Treiberversion von der RX 5700 XT, die ich ebenfalls nochmal ein bisschen genauer für euch beleuchten möchte. All diese Tests habe ich mit einem Ryzen 3600 gemacht. Dementsprechend habe ich jetzt den 3900 ohne X für euch beleuchtet. Jetzt ist es an der Zeit, wieder das Ganze auszutauschen. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell gehen würde, aber es ist, wie es ist. Und wie bereits gesagt, ich habe hier ein Leak, ja, und dieses muss gefixt werden. Keine Sorge, es läuft hier nichts aktiv aus, denn ich habe eine sehr spartanische Lösung gefunden. Und zwar ist dieses System so aufgebaut, dass von dem 280 mm Radiator, ja, von dem Fitting hier oben das Ganze in die GPU reinläuft, ja, auf der rechten Seite, dann auf der linken Seite in den CPU-Block direkt frontal über so ein ganz kleines Tube direkt in den Block geht und aus dem Block austritt nach unten in die Pumpe und von der Pumpe nach oben wieder in den Radiator. So, das heißt, die heißeste Stelle, ja, wo das heißeste Liquid durch die Tubes läuft, ist, wenn es aus der CPU hier in die Pumpe austritt. Das heißt, auch die Wassertemperatur ist an der Stelle am höchsten. So, und wer sich daran erinnert, als ich die Tubes für Project Bloodline gebogen habe, ja, ich glaube, ich sage es sogar in dem Video. Es ist nicht perfekt, aber ich habe jetzt keinen Bock, das Tube neu zu machen. Und ich glaube allgemein, ja, bin ich soweit zufrieden mit dem Tube. Ja, ich lasse das Ganze jetzt so. Ganz ehrlich, ich werde da jetzt nichts dran ausbessern. Und so, und jetzt kommt die Rechnung. Das Tube hatte einfach keinen perfekten Winkel und ist deswegen ein bisschen unter Spannung, dauerhaft unter Spannung, dadurch, dass ich es eben in die Fittings zurecht biegen musste, nachdem es schon ausgehärtet war. Und durch diese Spannung und die zusätzliche Hitze, die an dem einen Fitting eben zustande kommt, ist die Wassertemperatur in Kombination mit der Umgebungstemperatur im System ausschlaggebend dafür gewesen, dass sich das Tube im Nachhinein nochmal deformiert hat. Ja, das klingt jetzt sehr, sehr hart, aber es geht einfach nur um Millimeter. Und diese Millimeter haben gereicht, durch diese Spannung, die auf dem Tube angelegen hat, dass dort ein minimales Leak zustande gekommen ist. So, und das wollen wir heute natürlich fixen. Wir wollen die Stelle komplett neu machen. Deswegen habe ich hier auch bereits ein Tube vorbereitet, das Monsoon Blood Red. Und dieses Mal werden wir wirklich sehr, sehr genau arbeiten, dass wir hier an der Stelle nicht noch einmal dasselbe Problem haben werden. Jetzt denkt ihr euch, okay, diese Temperaturen, die können ja nicht so krass gewesen sein. Das waren sie am Anfang aber. Ja, ich hatte nämlich folgendes Problem, das habe ich auch erst sehr spät bemerkt. Und zwar, dass der Y-Splitter, an dem ich beide 140 mm Lüfter angeschlossen hatte, nicht richtig eingesteckt war. Und das habe ich leider sehr spät bemerkt. Anfangs hat es funktioniert, aber offensichtlich hatte ich ihn sehr, sehr locker reingesteckt. Und entsprechend sind die Lüfter ausgefallen und das über fast einen ganzen Tag. Die Temperaturen sahen auch tatsächlich gar nicht so schlimm aus, weil das Ganze natürlich am Anfang passiv sehr, sehr gut durch den 280 mm Radiator das Ganze kühlen kann. Denn die Pumpe, ja, die ist ganz normal weitergelaufen. Nur habe ich dann ein Video gerendert und habe mir dann dabei natürlich nichts gedacht. Dieses Video hat mehrere Stunden entsprechend durchgerendert, war ein sehr, sehr komplexes Projekt. Und dann komme ich wieder und stelle fest, irgendwas stimmt nicht mit dem System. Und ja, über die Zeit haben sich die Temperaturen angestaut, entsprechend ohne aktiven Airflow über mehrere Stunden hinweg sehr, sehr hohe Temperaturen gehalten und auch die Wassertemperatur ist dementsprechend sehr, sehr hoch gewesen. Dadurch kam dieser Leak zustande und ja, wie habe ich das Ganze gefixt? Ich dachte als erstes natürlich, okay, vielleicht habe ich das Ganze nicht richtig zugedreht, habe hier und da ein bisschen überprüft und dann bin ich zu dem Schluss gekommen, okay,
das Ganze hat sich deformiert. Ich hatte zu dem damaligen Zeitpunkt einfach nicht die Möglichkeit, ja, zeitlich das Ganze so wie heute jetzt auseinanderzunehmen, das Tube neu zu machen und den PC für ein, zwei Tage ausfallen zu lassen. Und dementsprechend, ja, habe ich das Ganze sehr spartanisch gelöst. Und zwar habe ich in dem Zeitraum den i9-9900K geköpft, ja, und entsprechend auch wieder mit Flüssigmetall verklebt. Und ich hatte den Uhu Hochtemperatursilikonkleber da. Ja, und was war meine Idee? Ich habe das Ganze getrocknet, entsprechend nochmal mit dem Föhn ein bisschen angetrocknet, sodass die Oberfläche definitiv trocken war. Und habe zwischen das Fitting und um die liegende Stelle sehr, sehr viel Uhu Hochtemperatursilikonkleber gestrichen. Habe das Ganze dann entsprechend ein paar Stunden aushärten lassen. Ebenfalls ein bisschen unterstützt hier mit der Heißluftpistole, dass das Ganze auch wirklich trocken ist. So, und seitdem, ja, das ist über 2 Monate her, läuft das System so. Und ich habe auch seitdem einen zusätzlichen 92 mm Lüfter hier in das System eingebracht, einfach um ein bisschen mehr aktiven Airflow in das System reinzubringen, denn das Gehäuse, ja, das Metallic Gear Neo G Mini, hat eben hier in der Front, ja, 240 mm Lüfter, entsprechend mit dem 280 mm Radiator, zwar eine gute Kühlleistung, aber dann in dem System einen relativ schlechten Airflow. Auch dafür, dass hier der Bereich rund um die Tubes definitiv gut mit Frischluft versorgt ist. Dementsprechend werden wir heute genau das tun. Ja, wir werden einmal das PETG-Tube für die eine undichte Stelle neu machen, den Ryzen 3900 ausbauen und den 3600 einbauen. Übrigens, ich habe seit dem Zeitraum, als ich den 3900 eingebaut habe, Flüssigmetall im Einsatz und das Ganze auf dem IHS, ja, auf dem Heatspreader, und bin damit auch sehr, sehr zufrieden. Ja, kann ich nicht anders sagen. Nur will ich jetzt herausfinden, wie nach über einem Monat entsprechend Flüssigmetall sich auf der Oberfläche von den AMD-CPUs bemerkbar macht. Und ob ich das Ganze dann entsprechend auch mit dem Ryzen 3600 verwenden werde. Und wenn wir schon dabei sind, ja, werde ich auch von AlphaCool das Eislicht verbauen. Das Eislicht ist nichts weiter als eine Beleuchtungsmöglichkeit. Ganz fixe Produktvorstellung, denn es ist im Grunde nichts weiter als ein modernisiertes RGB-Stripe. Ja, kommt hier schön verpackt. Und so zu euch, das Ganze ist so ein, ja, diffusedes RGB-Panel, kommt mit einem 4-Pin-RGB-Header, perfekt für meinen MSI B450 IT-Export. Dieses Teil sorgt einfach dafür, dass wir keine RGB-Hotspots haben, ja, also keine stechenden Lichter, sondern wirklich ein gleichmäßig verteiltes Licht. Und wie es der Zufall will, passt das Ganze hier perfekt in das Metallic Gear Neo G Mini. Und ja, wenn wir schon dabei sind, lässt sich dadurch, dass das natürlich kein Stripe ist und nicht flexibel ist, ja, das Ganze ist eben aus so einem Aluminium gefertigt, sehr, sehr hochwertig, aber sehr unflexibel. Und entsprechend lässt sich das hier nicht in mein Setup einbringen, ohne dass ich die GPU ausbaue. Und genau das werden wir auch machen, ja, wenn wir schon die CPU wechseln, werden wir entsprechend auch die GPU hier ausbauen. Wir müssen das ganze Liquid aus dem System rauslassen. Und im Zuge dessen werden wir eben dieses RGB-Panel einbringen. Ja, so, ihr könntet es auch rein theoretisch seitlich im Gehäuse anbringen, denn diese Füßchen haben kleine Schrauben und darunter eben Magneten. Die schrauben wir hier unten einfach mal rein. Definitiv einzigartig ist. Also es gibt sehr wenig, vor allem so günstige Diffusorplatten. Und das Ganze hat auf jeden Fall in Sachen Engineering definitiv Anerkennung verdient. Praktischerweise ist das RGB-Kabel hier für mein ITX-System genau richtig, kurz und kompakt, dürfte dementsprechend sich gut verstecken lassen. Also das werden wir in dem heutigen Video ebenfalls unterbringen. So, Freunde, hier ist übrigens der 92 mm Noctua NFA 9. Dieser Lüfter ist einfach perfekt dafür geeignet. Ich habe absichtlich die 2,5 mm Variante genommen. Es gibt das Ganze natürlich auch noch in der Low-Profile-Ausführung, aber hier hat das Ganze wirklich optimal in das Metallic Gear Neo G Mini reingepasst.
Rein theoretisch, dadurch, dass ich ein SFX-Netzteil habe und den ATX auf SFX-Adapter verwende, ja, hätte ich hier von der Höhe genug Platz, um auch einen 120 mm Lüfter reinzubringen. Ich habe hier an der Stelle jedoch darauf verzichtet, einfach weil hier an der Stelle der Durchsatz nicht wirklich viel größer wäre und zusätzlich dieser 92 mm Lüfter einfach sehr, sehr schick hier genau in diesen Bereich, in den Spot hier über dem Heatsink von den Spannungswandlern des ITX-Boards hier sich eingepflegt hat, die gesamte heiße Luft hinter der GPU aus dem System raussaugen kann. So, aber den nehmen wir jetzt erst einmal raus, wenn wir in dem System gleich arbeiten werden. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Aber hier hinten, ja, dieses Fitting ist unser Problem und es sieht wirklich sehr, sehr unschön aus. Ich habe das Ganze eben komplett mit Silikonkleber abgespachtelt sozusagen. Könnt ihr euch ein besseres Bild davon machen, was ich meine? Ja, hier hinten das Fitting. Es ist komplett mit Hochtemperatur-Silikonkleber zugespachtelt und entsprechend war das Ganze einfach die beste Lösung für mich, langfristig mit dem System arbeiten zu können, ohne ja, ein Risiko einzugehen, dass das Ganze plötzlich anfängt auszulaufen. So, und wie werden wir das Ganze hier jetzt angehen? Ganz einfach, wir fangen hier wieder mit den Fittings vom Radiator zur GPU an. Da steht natürlich das Liquid drin und das ist auf jeden Fall nicht einfach. Ja, was aber wichtig ist, ja, und dann könnt ihr das Ganze auch ohne Probleme drainen, denn ich habe keinen tatsächlichen Drain-Port. So, jetzt wird sich wahrscheinlich der ein oder andere Einsteiger gerade denken, was zum Henker ist gerade passiert. Ja, wir haben jetzt das eine Fitting hier auf jeden Fall verschlossen. Da wird kein Liquid mehr austreten können. Ich hoffe, dass hier gerade im Eifer des Gefechts nichts hinter den GPU-Block gelaufen ist. Aber ja, soweit haben wir ein bisschen Liquid retten können. Das war der eigentliche Plan, ja, dass wir sozusagen nicht alles Liquid, was wir jetzt hier auslaufen lassen, verlieren. Es ist ein bisschen was auf den Boden gegangen, aber nichts auf die Hardware. Ist das die Norm? Ja, macht man das so? Natürlich gibt es eine sehr, sehr elegantere Möglichkeit, und zwar ist das ein Drainport, worüber ihr dann gezielt das Liquid auslaufen lassen könnt, also so ein kleiner Wasserhahn, den ihr in die Loop einbaut. Darauf habe ich in diesem System hier verzichtet. Was mir an der Stelle wichtiger war, ist, dass er in nahezu jedem Fall hässlich aussieht. Und ich habe hier diese Pumpe eh schon mit Mühe versteckt. Ja? Das war so das Konzept hinter dem Ganzen, dass man möglichst nur die Tubes sieht. Und ja, dementsprechend habe ich einfach keinen Nerv darauf, einen Drainport zu haben. Ja, für die paar Male, die ich sozusagen das Liquid hier aus dem System auslasse, habe ich eben diese Methode, die sehr, sehr spartanisch ist, wo ich dann einfach das Liquid auslaufen lasse und dann versuche, ein bisschen was abzufangen. So, wir haben jetzt den einen Port hier verschlossen. Ja, mit dem Inbusschlüssel von IK könnt ihr diese Fittings auch wieder verschließen. Und jetzt haben wir hier noch oben den Bereich. Wie ihr hier unschwer erkennen könnt, ja, ist dieses Fitting hier komplett mit
Hochtemperatursilikon zugekleistert. Es wird jetzt auf jeden Fall interessant, das Ganze hier an der Stelle auseinanderzunehmen. Ja, da sieht man, was alles noch in so einem kleinen Block drin steckt.